Und wir haben die Drachenklaue. Die gucke ich mir mal eben an. Eigentlich hätte ich auch das machen können, um Level 50 zu werden. Fällt mir gerade ein. Job. Wir haben die Drachenklaue. Du erhöhst den Schaden deines nächsten Sprungs unter Wirbelsprenger um 50%. Ja, jetzt die Frage, was nehme ich dafür raus, ne? Den Sprint brauche ich, weil ich öfters mal gerne sprinte. Den Teleport könnte ich rausnehmen, weil ich könnte den Teleport auch anders benutzen. Also diese Leiste will ich komplett als Kampfleiste haben. Und da werden, denke ich mal, die drei Sachen, da, die da noch sind, irgendwann verschwinden. Denn ich habe auch gelesen, ich glaube, Blitzra könnte auch gut sein als Drachenreiter, oder? Ich weiß nicht, was noch zu diesem Job passt. Aber ich glaube, wir nehmen das Reittier weg, oder? Nee, das können wir noch gebrauchen. Den Begleiter. Ja, komm, den Begleiter tun wir weg. Der Schaden des nächsten Sprungs oder Wirbelsprengers um 50%. Ja, das ist schon heftig. Gibt es vielleicht noch einen? Na, egal. Ui! Drachenreiter Hemd. Hemd? Warum Hemd? Warum krieg ich ein Hemd? Höhenrüstung. Die ist cool. Aber meine Magieabwehr sinkt. Eieieiei. Aber das ist okay. Denn Dragoons sollten nicht auf Magieabwehr gehen. Helmgürtel des Versch... Ah, meine Gruppe wurde ausgelöst. Und was ist das? Würmodem. Alter! Das nenne ich mal eine mächtige Attacke. Echt mächtige Attacke. Ohne Scheiß, da wüsste ich sogar, was ich dafür entferne. Ganz ehrlich. Weil ein Teleport zu entfernen und Reittier, das würde heißen, dass ich immer wieder hin und her switchen muss. Aber wenn ich das anstelle des anderen benutze, na gut, es ist nur einmal dann so eine Attacke und dann... Na, mal schauen. Wird auf jeden Fall die letzte mächtige Attacke. Ich habe endlich Nachricht von Astinien. Er sagt, wir sollen uns zum Kampf gegen Nidhogg bereit machen und zur stählernen Wacht kommen. Du bist noch nicht voll eins mit der Drachenkraft, doch darauf können wir jetzt nicht mehr warten. Die Zeit drängt, Helena. Wir müssen unmittelbar handeln. Und auch ich will endlich Buße tun. Vor dem Kampf werde ich Astinien die ganze Wahrheit zu den Ereignissen vor 20 Jahren offenlegen. Er muss sie kennen, sonst erliegt er am Ende noch selbst Nidhoggs Versuchung. Ich will mal was gucken. Okay, die Attribute. Konstitution erhöhe ich mal um 2, komm. Oder nein. Um ein und das geht auch nochmal. Obwohl Geschick. Ich weiß nicht. Ich glaube, man kann die Skillung sowieso wieder zurück machen irgendwie. Mit einem Trick oder so. Wahrscheinlich mit Ingame-Stuff, dass man sich kaufen muss von Echtgeld. Ihr könnt mir ja auch sagen, welche Skillung die beste ist für einen
Dragoon zum Beispiel. Wenn ihr davon Ahnung habt. Aber ich bin froh, erstmal Level 50 zu sein. So kann ich so viel abseits von der Story machen. Es gibt, glaube ich, nur noch zwei Quests, die wir hier machen. Beim Drachenreiter. In jedem Zimmer Drachenreiter, aber die heißen ja Dragoon. Obwohl Dragoon ist der englische Begriff für Drachenreiter. Denke ich mal. Also kann man so hinnehmen, oder? Die sagen ja auch immer Drachenreiter und nicht Dragoon, oder? Oder irre ich mich da? Boah, der hat ein cooles Reittier. Hätte ich doch lieber anstatt den roten Baron lieber so einen schwarzen Baron haben sollen, ne? Na komm. Hoch da. So, ich will jetzt den Rest dieser Rüstung haben. Denn, ich guck nochmal nach, uns fehlen wirklich noch zwei Sachen. Okay, uns fehlen noch drei Sachen, nämlich die, eine richtige Lanze. Oh je. Steiner Wacht. Okay. Bis Stufe 50, das heißt Stufe 50, darüber wird schon auf Stufe 50 wird man dann getan. Dies ist die Stunde der Abrechnung. Er weiß es schon längst. Oder? Vor 20 Jahren hast du mein Dorf seinem Schicksal überlassen. Du wertloses Stück Dreck. Weil du so feige warst, weil du zu feige warst, deine Kraft zu nutzen, weil du um dein Leben fürchtestest. Was für eine Ironie des Schicksals. Ich verlor Familie und Freunde, hatte nichts mehr, dass es sich zu schützen lohnte. Und gerade ich wurde zum strahlendsten Azur-Drachenreiter dieser verdammten Felsenstadt. Nein, nein, ich bin der strahlendste, glaub mir. Doch jetzt, endlich erfuhr ich die Wahrheit. Das Drachenauge verriet mir, dass du die Kraft achtlos weggeworfen hast, die dir geschenkt war. Der päpstliche Kurie hast du verschwiegen, dass ich das Drachenauge aus der Stadt weggebracht habe. Wozu? Um deine Schuld zu mindern? Du bist der erste Alberic. Ich werde alles zertreten, was dir wertvoll ist. Fühle meinen Schmerz und als nächster soll Nidhogg dran glauben. Estinien, sei vernünftig. Lass dich nicht von dem Drachen kontrollieren. Was wird das, Helena? Ich dachte, ich hätte in dir eine Verbündete gefunden. Lass diesen Feigling zur Hölle gehen. Und dann kämpfen wir beide gegen die Schlangenbestie. Die mache ich alleine platt, mein Freund. Die mache ich alleine platt. Nein? Bist du so dumm?
Oder hast du vor lauter Mitleid mit dem alten Mann dein eigenes Schicksal vergessen? Dann wirst du nicht länger weiter vegetieren, Abenteuerwurm. Ich werde dir zeigen, wer der wahre Azur-Drachenreiter ist. Kann ich meinen Gehilfen nochmal rufen? Ohne Gehilfen fühle ich mich... Nein. Ist doch ein Klacks, dass wir den fertig machen. Wer ist der jetzt nicht? Ich kann ihn nur nicht irgendwie stoppen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen weiter weg. Ah, fuck. Nein! Na komm! Er macht hier überall diese Brandflecken. Irgendwann kann ich mich nirgendwo mehr... Was denn? Alter. Hörst du mal auf? Wow, Sprung auf 250 Schaden. Nein! Alter, was? Der war doch fast tot! Aber der wurde ja immer stärker, das ist das Problem. Alter! Was? Hä? Nochmal. Dieser miese Drecksack.
Na komm jetzt her, Mann! Na komm. Ach komm! Na komm! Alter! Wo ist er? Kannst du mal aufhören damit? Ach komm, den töte ich jetzt. Jawohl! Alter, was ein heftiger Bösewicht. Junge, Junge. Schwächlinge. Kraft wollt ihr also? Im Hass, im Zorn wollt ihr eure Kräfte erheben. Großer König, der Drachen Nidhogg. Gib mir die Fänge, die Klauen, gib mir das Blut, das Drachen, der sich vor niemanden beugt. Helena? Was hat das zu bedeuten? Wieso steht dort vor mir die Gestalt von Haldrath? Okay, Estirn ist tot. Was ist gerade passiert? Wo ist Estienne?
Hat Nidhogg ihn mit ins Verderben gerissen? Lass uns zum Observatorium zurückkehren, Helena. Dieser Ort birgt nichts als Trauer. Ja, und gib mir bitte noch den Rest meiner Rüstung, bitte. Ja, ich hab's verdient. Das war jetzt ein unfairer Kampf. Drachenreiter gegen einen halben Drachenreiter. Überirdischen Glanz. Da habe ich wirklich gerade beim Gegner auch über 11.000 Erfahrung bekommen. Vorstellen. Oh, da ist ein Swarm, da will ich nicht hin. Aber die Attacke, die wir vorhin gesehen haben, das ist natürlich die Attacke, die wir, glaube ich, bekommen werden. Mächtiges Ding. Und selbst der Sprung. Wenn ich den verstärken kann. Es ist einfach genial stark. 250 Schaden macht das Ding. Über 250 sogar. Wow. Also wir machen übelst krassen Schaden. Aber das Ding, was wir jetzt bekommen, hat einen Cooldown von 2 Minuten. Deswegen werde ich es wahrscheinlich irgendwo einsortieren. Die Fernkampfattacke. Also ich habe hier wirklich fast alles genutzt. Nein, ich habe hier alles genutzt. Bis auf natürlich die diese Dreieckattacke, die Schicksalsdorn. Die habe ich nicht genutzt. Ah, okay. Ja, konnte ich auch nicht nutzen eigentlich, weil es war ja nur ein Gegner. Aber schon allein, dass diese Attacke auf mehrere Feinde 250 Schaden macht und ich kann ihn 2 Minuten mal einsetzen, also ist schon krass. Und ich muss wirklich gucken, wo ich sie einsetze. Ich glaube, ich werde sie gegen den Teleporter eintauschen. Denn den benutzen wir so gut wie gar nicht mehr so wirklich. Vorhin, als Nidhoggs schwarzes Licht angriff, das Estinien mit sich riss. Deine Gestalt muss den Drachen an seinen Erzfeind Haldras erinnert haben, den wir in den Legenden besingen. Der, der ihm sein Auge nahm. Ich weiß, das mag dir völlig absurd erscheinen, aber sieh dir deinen Kristall an. Von ihm geht ein Glanz aus, wie ich ihn vorher noch nie gesehen habe. Du hast offenbar dieselbe Ausstrahlung wie der legendäre Ritter. Du musst zum letzten Geheimnis der Azur-Drachenreiter vorgedrungen sein, das vor dir nur Haldras kannte. Damit solltest du nun in der Lage sein, auch das letzte Stück der Rüstung zu tragen, der mächtigsten Drachenreiter-Rüstung, die ein Vermächtnis von Haldras ist. Du bist wirklich eine außergewöhnliche Person, Helena Leonard. Womöglich... Ach, nichts. Ich meine, diese Rüstung ist dir sozusagen von Haldras geschenkt worden. Seit dieser Strudel aus schwarzem Licht verschwand, ist auch von Nidhoggs Einfluss nichts mehr zu spüren und die Angriffe der anderen Drachen haben aufgehört. Ich will nicht zu voreilig sein, aber es scheint, als ob wir vorerst vor ihren Attacken verschont bleiben. Estinien, mein Junge... Was auch immer mit dir geschehen sein mag, du wirst immer wie ein Sohn für mich sein. Ich bete, dass du immer noch irgendwo dort draußen bist und niemals vergisst, welch hervorragender Ritter du einst warst. Als ich das schwarze Licht sah, es ähnelt diesem alles umwälzenden Gefühl, das in mir damals kurz aufblitzte, und ich hörte unsagbare Worte. Eine Stimme, die den unüberbrückbaren Schlund beklagt, der zwischen den Ischgardern
und den Drachenklaft. Vielleicht wirst du es eines Tages selbst hören. Doch nun, nimm erst einmal diese Rüstung und trage sie mit Würde und Stolz. Und vergiss nie die Rechtschaffenheit, die dich erst zu einer echten Drachenreiterin macht. Oh. Wir bekommen gut Stuff. Damit endet die Dragon-Auftragsreihe von Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Um die nächste Auftragsreihe zu beginnen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. Die Erweiterung Heavensward muss installiert und deinem Dienst-Account hinzugefügt sein. Der Auftrag des Hauptszenarios nach dem Fall muss abgeschlossen sein. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Auftragsreihe für Dragoons bei Alberic fortgesetzt werden. Und wir haben nicht die Befugnis, weil nach dem Fall, wenn ich das so genau sehe, ist das... die letzte Quest, oder? Warte mal, ich guck mal eben. Nach dem Fall, ja, das ist die letzte Quest des Hauptszenarios. Tja, wir legen jetzt unsere Rüstung noch an. Und wir bekommen eigentlich auch noch die Dragon-Waffe, aber auch wirklich erst nach Heavensward. Also nach der Hauptquest-Reihe. Nee, erst in Heavensward, nicht nach Heavensward. Boah, werden wir dadurch viel, viel stärker. Und unser Rüstungslevel ist auf 56. Das ist natürlich noch nicht genug. Bei weitem nicht. Ah, wir haben eigentlich das Beste an Rüstung schon angelegt. Naja, fast. Es gibt noch eine Sache, die besser sein kann, und das ist die Yokai Watch weg. Das mache ich erst nachdem das Ereignis weg ist. Das heißt, wir können erst mit Alberic weitermachen, wenn wir mit der Hauptstory fertig sind. Finde ich gut. Das ist jetzt wow. Echt jetzt? Bauch frei? Cool. Das ist unsere Drachenreiterin. Schick nicht. Wir können sie jetzt nicht mehr verbessern, denke ich mal. Optisch halt verschönern oder so. Das finde ich schade, dass man wirklich jetzt nicht mehr einfärben kann. Das heißt, ich bin so schwarz. Von Rüstung her. Aber ich werde natürlich noch mehrere Dragonenrüstungen sammeln. Ab jetzt kann ich nämlich jegliche Rüstung Level 50 sammeln, die es gibt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen
Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis zum nächsten Mal. Bye, bye.